Interessant ist, dass aus unseren beiden ersten Thesen eine weitere These abgeleitet werden kann. Die Differenz zwischen Vermögen und Schulden wird durch das Verhältnis von Ertrag zu Aufwand erklärt. Sie bedeutet im Gewinnfall, dass die Differenz zwischen Vermögen und Schulden der Differenz zwischen Ertrag und Aufwand entspricht. Wir haben also einen Wertezufluss beim Aufwand und Werteabfluss bei den Schulden in gleicher Höhe. Damit wird deutlich, dass die Entstehung des Gewinns als Differenz zwischen Vermögen und Schulden durch die Höhe und die Struktur der Aufwendungen und Erträge erklärt wird. Betrachten wir den Verlustfall. Auch hier wird deutlich, dass der Wertezufluss beim Vermögen dem Werteabfluss bei den Erträgen entspricht. Somit wird auch die Entstehung des Verlustes durch die Höhe und Struktur der Aufwendungen und Erträge erklärt. Unsere nunmehr bestätigten Thesen stellen eine wichtige Grundlage für das System der Buchführung dar, das im Folgenden noch zu bearbeiten ist. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.